Erleichterung oder die Freude, was überwiegt bei dir? Ja, auf jeden Fall die Erleichterung mit der Freude. Wir haben jetzt nochmal die Woche viel investiert, haben auch viel miteinander gesprochen. Heute hat auch nicht alles geklappt, aber wir haben gekämpft, hatten super Rückhalt mit Marino im Tor, der wichtige Dinger nochmal rausgenommen hat. Und unterm Strich stehen 2 Punkte und das wollen wir heute ein bisschen feiern. Auch wenn Amstead natürlich sehr, sehr angeschlagen hier ankam, aber man hat gesehen, dass sie sehr viel Qualität auch trotzdessen noch haben. Haben uns viel gefordert. Ich glaube, es stand 2018, also da sind sie nochmal rangekommen. Und natürlich sind wir jetzt erleichtert und zufrieden, weil nach 3 Niederlagen muss man den Kopf erstmal wieder auch hochkriegen. Aber ich glaube, das haben wir von Anfang an gezeigt, dass wir heute die beiden Punkte hier lassen wollten. Ich glaube, der Schlüssel war eine gute Mannschaftsleistung plus ein überragendes Torhüter-Duo, beziehungsweise Marino muss ich heute echt mal loben. Der hat das super gemacht, hat, glaube ich, 4, 5 freie Dinger noch rausgeholt. Das war, glaube ich, der Schlüssel. Ich glaube, 30 Tore werfen wir auch nicht immer. Das heißt, wir haben ein bisschen zügiger rausgespielt und wir haben es endlich mal wieder geschafft, unter 25 zu bleiben. Unsere Stärke, wobei natürlich vielleicht da auch noch das eine oder andere verbesserungswürdig ist, aber egal, +6. Auch wenn Amstetten, wie gesagt, viele Stammspieler krank waren. Das ist so, ich wünsche Ihnen eine gute Besserung, aber ja, nimmt auch keine Rücksicht, wenn wir in der Situation sind. Jetzt kann man aus dem Sieg wieder ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen, ein bisschen Nervosität war teilweise doch noch spürbar, oder? Ja, Selbstvertrauen auf jeden Fall. Wir müssen nach wie vor hart an uns arbeiten, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir gerade die Sachen, die nicht so gut laufen, einfach noch ein bisschen besser vom Timing hinkriegen. Und das nächste Spiel steht nächstes Wochenende an, von daher arbeiten. Ja, natürlich. Also, dass wir nicht mit Selbstvertrauen gesprotzt haben, das ist klar. 3 Niederlagen und jetzt so ärgerlich auch in Essen. Aber gut, scheißegal. Wir haben gewonnen, 2 Punkte. Und jetzt nehmen wir die Kraft mit fürs nächste Wochenende. Heimspiel wieder. Hoffen wir, dass wir da weitermachen. Unsere Serie, die leider gerissen ist im letzten Spiel, im letzten Heimspiel, dass wir die weiter ausbauen. Markus, glaubt, der Schütze des 30. Tores muss nochmal eine Kiste Cola ausgeben, ne? Ich befürchte, dass das genauso ist, ja, glaube ich schon. Dementsprechend war auch die Reaktion von einigen auf der Bank. Aber das macht man natürlich auch gerne dann. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, oder nicht zum ersten Mal, aber endlich mal 30 Tore geworfen vorne. Glocke gibt auch noch eine Cola-Kiste aus, von daher passt das. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal 5 Tore geworfen hast in einem Spiel? Oh, lang her, aber ich weiß es noch. Ich weiß nicht, welche Saison, aber es war irgendwann mal gegen Großwallstadt auch 5 Tore. Großwallstadt, gut, da haben wir ja nächste Woche, dann können wir es wiederholen. Ja, mal gucken.